So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal mit einer kleinen Kurzauffolge, beziehungsweise wahrscheinlich einer Kurzfolge, weil ich eigentlich noch ein bisschen unter Druck bin. Ich will euch tatsächlich gerne diese Folge heute rausbringen, oder wollte euch diese Folge rausbringen. Ich hoffe, dass das alles so geklappt hat, wie ich das wollte. Wir machen heute ein bisschen weiter mit der nächsten Mission. Ich weiß noch nicht, wohin geht's überhaupt. Ach, das ist ja nett, dass die... Okay, rede mit Denke, mit Irki. Kriege ich den nicht? Ja, wir müssen wieder mit dem... mit dem Typen reden. Ich dachte, ich kann da jetzt einfach was ohne Probleme machen. Dann müssen wir eine schnelle Reise machen. Hä? Hab ich die Mission nicht fertig gekriegt? Rede mit Irki. Ja, den haben wir doch. Haben wir doch, den haben wir den nicht bekommen? Haben wir den nicht gemacht? Oder was ist da los? Hab ich denn mit dem nicht geredet? Der Typ, der in der letzten Folge fliegen lernen musste. Ich hab den nicht, ey. Ich hoffe, dass ich das nicht nochmal neu machen muss. Eigentlich haben wir den ja. Ah, das Vieh. Okay. Oh, Schlange, hau ab von mir. So, gehen wir mal hier hoch. So. Die Schlange, die wollte was von mir. Eigentlich war der Plan heute wahrscheinlich was anderes zu machen. Wir müssen mal zu Irki. Von mir. So. Was ist jetzt mit dem Typen jetzt los? Müssen wir mit dem jetzt nochmal hoch da und mit reden und was? Warte mal. Irgendwas ist ja jetzt gerade nicht ganz so, wie ich das eigentlich haben wollte. Na ja, gucken wir mal. Weil will der nicht eigentlich von uns mit Zorf oder was? Oder wir haben ja. Ah, aber ich habe jetzt gerade Stichwort was vergessen. Hier ist Irki. Okay. Sag mal bitte nicht, dass ich den stark für entscheiden. Das ist die nächste Mission. Okay. Ash Irki Udam Pash Irki Udam Mamasha Udam Urki Karsa. Long ta. Urikwala Irki Sahwata. Die Gauti Udam Guarui, Mal Mashta, Nashashwebal. Oh, man. Nashashwebal. Nashashwebal. Irki Shashwa Kauti Dausa. Der Typ irgendwie hat der alte sie nicht mehr alle so ganz. Ushashokihi Wada, Shash Kauti Dahamas, Hafu Pau Song, Guaru Shanchi. Ja, jetzt müssen wir tatsächlich ein paar Dings suchen. Steine. Okay, die suche ich zu Lager und die gucke sehr gut. Ich will verarschen. Für eine besondere Öki. Aua. Ja. Geht doch. Okay. Wir sollen in das Izila-Lager gehen. Da, wo wir ja schon mal herkamen. Also kann sein, dass wir da ein bisschen unsere Freunde wieder treffen. Aber ich bin diesmal guter Dinge, dass wir das ohne Probleme hinbekommen, weil wir haben ja... Was ist denn das? Ach, das ist so ein... Okay. Eieiei, der Typ, der möchte jetzt fliegen lernen, oder möchte der das?
Jetzt müsste der Auto so stark werden wie so ein Stein und beziehungsweise sicher sein wie ein Stein. So, ich nehme gleich mal kurz eben die Stücke hier mit und was auch immer das ist. Und das Holz hier mit. Zack. Und zack. Da nehmen wir das noch mit. Da. Gut zu wissen, dass es immer noch ein bisschen was gibt. Aber die Frage ist, wo müssen wir da hin? Wir müssen also da irgendwie runter. Okay, ich sehe das Ding schon von oben. Wir schicken unsere Eule los. Ich will mir das mal einfach ein bisschen näher angucken. Sicher, sicher. Bis ich jetzt ungefähr rausfinde, was. Was wieso erwartet. Ist er nicht hier angegriffen? Nee. Shit. Ich dachte, ich krieg den jetzt wieder mal. So, einmal kurz einen Nackenbiss und der ist hops. War aber eigentlich ein anderer Plan, okay. Scheiße. Ich hoffe, dass mein Säbeltantiger den einfach jetzt mal alle wegsnackt. Er ist tot. Komm her, Tigerchen. Warte mal. Headshot. Komm, mein Kleiner. Hier mal den Witz. Mit deiner Nummer zu tun. So, den holst du dir bitte. Ja. Der ist kaputt. Da, mein Freund. Ihr habt jetzt provoziert. Du Arschloch. Headshot.
Greift ihr den jetzt an oder was? Ist auch mal gut jetzt irgendwann. Hier. So. Zielerlager. So, jetzt brauchen wir die Steine. Oder was? So. Gut. So, haben wir jetzt alle geholt oder wie sieht das jetzt aus? So, wir müssen die Steine finden, ne? Der hier oder was? Okay, Stein, ja. Nummer 1. Ich wollte gerade sagen, wir sind nicht alleine. Aua! Achso, der holt sich den jetzt sowieso. Lass sie heilen, komm. Hier. Fress ihn, ist okay. So, wir müssen noch zwei Irki-Steine finden. Ich denke, dass hier einer ist. Ja. Das ist ein weiterer, der zweite. Da hinten ist noch ein dritter. Der Typ, ey. So, drei haben wir. Zack. So, geht zurück zu Irki wahrscheinlich jetzt. Welche eine Überraschung. So, ab zurück. Zu Irki. Der Typ, ey. Was haben wir hier noch? Kann man mitnehmen, Südschein, okay. Ich glaube, da müssen wir auch noch irgendwas sammeln müssen. Oder brauchen wir irgendwas. So, gehen wir zurück zu Irki. Bring ihm die Steine und dann hoffe ich, dass der Typ irgendwann mal aufhört zu nerven. Ich nehme mir mal das Ding hier mit. Habt ihr eben zum Beispiel gesehen, wie viel wir die brauchen? Weil, ne? So, jetzt nehmen wir mit. Tack. Ich nehme jetzt beiden Dinger noch mit. So, einmal sammeln und den nehmen wir auch mit. Noch einer. Und da ist auch noch einer. Oh Gott. Sorry, liebe Leute, dass ich das jetzt immer mal wieder zwischendurch mache. Weil, wir wissen ja. So. Wie kommen wir jetzt da ohne Umschweifen hoch? Ich hoffe, dass wir da hochkommen, weil da oben ist ein Greifhaken. Jawohl. Klack. Den nehmen wir mit und gehen hoch. Aber. Das Ding ist super praktisch, ne? Irki! Ich hab deine Steine. Der hat einen Affen als Bestie. Was ein Typ. Ich kann's immer nur wiederholen. Was ein Typ. Ich bin in dem...
Hat nicht ganz geklappt, ne? Aber stark wie ein Stein. Wir haben trotzdem die Mission abgeschlossen. Der Typ, ey. Krasser Typ, liebe Leute. Aber wir haben es geschafft. Wir haben eine weitere Fähigkeit dazu geholt, weil wir haben eine weitere Fähigkeit, um uns auszuweichen. Diesmal kann ich immer wieder. Sonst kannst du mit deinem Jägerblick sehen und du kannst Rohstoffe entdecken. Ich bin so ein Pflanzen, glaube ich, bisschen. Egal, wir kriegen es beide. Wir müssen beides. Gut. Und dann haben wir das auch erledigt. Ich hole mir da oben das Stückchen noch. So, die Frage ist, haben wir jetzt nochmal eine Mission mit Urki oder haben wir jetzt keine Mission mehr mit Urki? Karte. Der scheinbar gerade nicht. Was haben wir hier noch oben? Ist ein Lagerfeuer, ne? Hungrige zwei. Hungrige. Höhle. Okay, ich erinnere mich kurz ein bisschen daran. Monster Hunter. Das sind alles Lagerfeuer, ne? Okay, na gut. Haben wir hier irgendwas, was wir erobern müssen? Nee, ne? Scheinbar nichts. Außer hier unten irgendwann mal. Da müssen wir wirklich mal hier unten rein, irgendwann, klar. Gut. Dann war das doch voll. So, wir hätten eigentlich theoretisch die Möglichkeit, dahin zu gehen. Ja, weil ich will ja irgendwann auch gerne mal weg. Wir könnten jetzt hier den Außenpost machen. Großer Praschrava, okay. Theoretisch müssen wir natürlich irgendwann mal hier runter, weil wir können ja nicht immer den Izila holen oder wir können auch die Udams holen. Ich mache den Wegpunkt hier hin, wenn ich ehrlich bin. Ich hole mir jetzt mal die Udams. Und dann haben wir die zumindest mal weg. Gut, dann mache ich mal einen kleinen Break. Warte mal, wir gucken, ob wir im Belohnungslager nochmal Stöcke haben, weil wir brauchen ja bestimmt ein bisschen Hardholz noch. Ja, wir haben genug halt. Und wir sehen ja gerade, wie viel wir hier noch von den Zeugs haben. Also macht euch da keine Sorge. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry Primal. Nämlich morgen um 16 Uhr, wenn ihr wieder Bock drauf habt. Und dann, ja, würde ich sagen, gehen wir hier hin. Irgendwann. Und dann starten wir den Angriff da oben hin. Und dann haben wir zumindest jetzt den großen Boss. Viel ist es ja eh wahrscheinlich nicht mehr. Ich vermute, es ist echt nicht mehr so viel. Es ist wahrscheinlich die zwei Bosse sind. Und dann haben wir es geschafft. Aber naja, wie dem auch sei, ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag noch. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit einschalten würdet bei Let's Play Far Cry Primal.